Wir sind hier im Winners Finals von NEZ Rising Nummer 9. So, die Setups mit der Dose sind schon ready, aber Rufen leichtfüßig umgeht sie einfach. Ersten Prozente gehen an ihn, kann der Dose aber nicht ausweichen. Ja, es sind manchmal bei Duck Hunt einfach so kleine Pixel, kleine Frames, die einfach entscheiden, was genau in einer Situation passiert. Oh! Viel Damage gerade. Oh, der Jump. Oh, er hat's versucht. Er hat versucht, hier die Up-B mit dem F-Smash zu catchen. Okay, die Lingering Hitbox. Oh! Schöner. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber auf jeden Fall ein F-Tilt. Von Rufen. Das Ganze ist Best of 5. Das heißt, das Set wird wahrscheinlich nicht schnell enden. Es wird ein bisschen dauern. Ich werde das wieder so machen, dass das Chat im Stream ist. Oben. Wir hatten das eben so, dass man den Chat gleichzeitig sehen konnte. Also, dass ich praktisch auf das, was ihr schreibt, auch reagieren kann. Mal gucken, ob das nochmal möglich ist. Das wäre auf jeden Fall cool. Ah. Ja. Sehr schön. So. Chat ist wieder sichtbar. Ja, von daher, ihr könnt mal, wenn hier da irgendwelche bekannten Gesichter sind oder so, lasst was hören. Wenn ich euch nicht kenne, gerne auch. Oh, okay. Und wir... Ich kann gerade nicht sehen, wie viele Stocks die haben. Du müsstest die Maus da einmal wegmachen. Ja, ja, okay. So. Also im Moment ist es sehr even, aber das Momentum gerade... Oh. In Beisels Favor hat es da gerade mit einer fiesen Falle versucht an der Ledge, aber nicht erfolgreich. Und Rufenszeit ist es jetzt. Muss aber gerade sich ein bisschen in Sicherheit bringen vor den ganzen Projektilen. Oh! Der Running F-Tilt. Fast hätte er getroffen. 150%, also Max Rage jetzt hier gerade auf Rufen. Oh! Oh, oh, er bringt sich in Sicherheit mit seiner Dose. Oh, cruel im Chat. Let's go. Ich hoffe, du bist noch in Lübeck. Oh, und Rufen schafft es hier, in Führung zu gehen. Und sieht nach einem guten Kombo-Starter aus. Gerade kann ich. Ja, jetzt. Gut, also es sieht gut für Rufen aus. Weiß leider mal ein bisschen Probleme von der Edge wieder wegzukommen. Oh, 60%. Beide Rufen und Beisel schon mal confirmed Top 3. Starke Leistung von beiden. Oh, und der F-Smash. Und das ist das 1-0 für Beisel. Stark. Im Pool hat Beisel noch verloren gegen Rufen und gegen Robin. Mal schauen, ob er diese beiden Niederlagen erreichen kann. So unfair, schreibt Skeddy. Ja, drin sind jetzt gerade noch Rufen, Beisel, Robin. Ich glaube nur noch die drei, richtig? Ja. Genau, SDN hatte gegen Niceface gewonnen. Dann gegen gegen Robin GG verloren. Und jetzt wartet er im Losers Finals auf den Verlierer der beiden.
wird also auf jeden Fall noch spannend bleiben. Wenn etwas scary ist, dann ist es Losers Robin GG. Der kann auf jeden Fall sehr, sehr konzentriert noch zurückkommen. Okay, wir gehen in Game Nummer 2. Die Musik ist ausgewählt. Oh, schnell angegriffen. Oh. Die Clay Pigeon hat da ganz komisch interrupted gerade. Kann die Clay Pigeon sehr, sehr... sehr, sehr schnell ziehen. Also auch wenn die Animation unterbrochen wird, kommt sie halt einfach raus. Dann liegt sie da einfach rum. Auf jeden Fall ein sehr gutes Tool von Duck Hunt. Und Beisel weiß es echt zu nutzen. Oh mein Gott. Er selbst ist gar nicht an der Edge. Aber trotzdem ist die Edge bewacht von sämtlichen Projektilen von Duck Hunt. Oh. Chrom ist ein wirklich schneller Charakter. Also so der Running Speed sehr hoch. Ist immer scary, wenn Beisel auch nur irgendein Projektil macht und Rufen gleichzeitig auf ihn zurennt. Man weiß immer nicht, wer schneller handeln kann. Ja, Rufen versucht es an der Edge mit der Wall, aber unerfolgreich gegen Beisel. Beide fast auf Max Rage. Oh, wichtiger Stock. Mal schauen, ob Rufen ihn halten kann. Wenn er jetzt eine Combo kriegen würde, wäre das natürlich sehr Premium für ihn. Patient von Rufen, aber nicht patient genug. Er bekommt eine Clay Pigeon ab. Ah, die kann er ja einstecken. Auch eine Dose kann er noch wegstecken. Oh. Oh, da kommen ganz schön viele Clay Pigeons raus. Okay, Ausgleich. 48% sind noch nicht allzu viel. Aber er muss auf jeden Fall von der Edge weg, sonst kann der Stock ganz schnell auch weg sein bei Rufen. Der weiß auf jeden Fall auch, wie er den Air-Dodge mit einem F-Smash punisht. Oh oh. Beisel holt er ja sehr viel Prozent gerade. Ja, das ist immer super scary, wenn da zwei Projektile draußen sind, einfach liegen und da einfach noch ein F-Smash. Oh! Der Air-Dodge war nicht richtig geplaced. Nicht genau genug. Das muss er natürlich einiges aufholen wieder, aber na gut, 150%. Der Stock wird wahrscheinlich auch bald weg sein. Außer Rufen kann Momentum bekommen. Was anscheinend aber sehr schwer ist gerade. Puh, kommt gerade noch auf die Stage zurück. Jetzt müsste er eigentlich super patient spielen, aber es ist nicht so leicht in so einer Situation. Ist hier Winners Finals. Er liegt 1-0 zurück. Und er will dieses Game einfach nur abhaken. Da er jetzt gerade führt. So viele Projektile einfach. Eine Wall, der ausweichen muss, bevor er auch nur in die Nähe von Duck Hunt kommt. Und das war's. Ja. Damit weiß Beisel ausgezeichnet mitzuarbeiten. Mit diesen komischen kleinen Hits von der... Oh, schöner Damage hier gerade von Rufen. Mit den komischen kleinen Hits von der Dose. Also die einen so mitziehen. Oh mein Gott. Guter Damage. 97%. Oh, die Backer killt fast. Dose ist draußen. Oh. Das war super knapp gerade. 60% auf Rufen. Der muss auch aufpassen, auf jeden Fall. Also wenn er jetzt einmal offstage gerät, muss er sehr aufpassen, dass der F-Smash ihn nicht killt. Darf nicht vergessen, dass auch Rage noch eine Rolle spielt. Eine Abwehr wird nicht killen. Da kann nicht dafür bekannt, super Early Kills zu machen, außer mit einem Smash vielleicht. Oder vielleicht einem Spike. Er hat es versucht. Puh.
Oh. Oh, und da lag der Gunman noch rum. Er hat es mit einem Down Smash versucht. War etwas misplaced. Jetzt ist er offstage. Aber das gibt Duckard natürlich auch immer Zeit. Oh, tot? Nein. Seine Projektile noch rauszuholen. Oh mein Gott, was? Oh, Stage spiked. Von der Dose. Wenn man da einmal nicht drauf achtet, kann es natürlich so sein, dass man einfach stirbt. Uff, gemein. Ja, das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. Beißel 2-0. What? Okay. So. Wir sehen die gleiche Stage wie vorhin. Oh mein Gott, und gleich so viel Damage. So, Produktion von uns geht jetzt erstmal Doubles spielen. Das heißt, ich werde nehmen den Job gleich. Und gleich während ich hier kommentiere. Das heißt, ich werde teilweise ein bisschen hin und her pilgern müssen. Gut, also. Letzte Chance hier gerade für Ruven. Der muss das hier jetzt sehr sauber zu Ende spielen. Und es wird meistens nicht leichter, wenn man gegen Duckhand spielt, sondern diese Projektile zerstören die Konzentration. Man kann einfach, wenn man nicht so oft gegen Duckhand spielt, dann ist das alles so eine Rechenleistung einfach. So die Physics von jeder einzelnen, von jedem einzelnen Projektil. Es ist sehr, sehr schwer zu berechnen. Erster Stock geht auch an Beißel. Der sieht heute echt gut aus. Verrückt. Er hat ja das NEZ 7 gewonnen. NEZ Rising Nummer 7. Echt Beißel, der Physiker. Und NEZ Rising hat dann wieder SDN gewonnen. Da hatte man echt das Gefühl, dass er die WOTS studiert hat auf NEZ Smash auf YouTube. Kurzer Zwischenhuster. Aber jetzt sah das wiederum wieder richtig gut für Beißel aus. Also super strong. Aber noch ist das Ganze nicht aus. Ruven kann noch zurückholen und ausgleichen. Oh, der F-Smash. Ja, ich sehe jetzt gerade nicht, wie viele Stocks die beiden haben, ehrlich gesagt. Beide zwei? Oder Ruven noch einer? Who knows? Vielleicht könnt ihr das auch beantworten. Jedenfalls habe ich da gerade so eine Taskleiste drüber. Oh, Jab into back air. Ah, da steht's. 1-1. Okay, also, Ruven schafft's auszugleichen. Schafft das auch ein Game zu ziehen. Oh, er versucht es direkt mit dem F-Smash. Gut, jetzt wichtige Situation. Oh, aber das ist so das Ding bei Duckhand. Wenn er dann irgendwie Side-B masht, dann kannst du ihn nicht wirklich hart punishen mit einer Combo. Also Jab, Back Air in dem Fall. Einfach weil er unterbricht die einfach mit der Side-B. Die kommt Frame 1 raus, auch wenn man sie unterbricht. Back Air. Das ist hier kein Roy. Mit Roy wäre das Pappschwert gewesen, aber Chrom kennt sowas nicht. Der hat Oral Reliable. Oh. Ja, Moment. Ich gehe in die Regie. Yeah.
Game Nummer 4. Hier im Winners Finals von NEC Rising Nummer 9. Heute mal am Sonntag. Oh, und auch schon wieder guter Damage hier gerade von Beißel, aber nichts, was nicht in einer Combo wieder ausgeglichen wäre von Rufen. Im Moment sehr viel NTL-Kommentare im Chat. Wo sind die Rufen Boys? Frage ich mich da. Wo sind die Rufen Boys? Oh. Oh. Gut gezielte Backair und die killt einfach. Die hat auch in einem ganz, ganz bösen Winkel geschickt. Gerade für so einen Chrom. Oh. Oh. Und man hat gesehen, Beißel hat nicht versucht raus zu airdodgen oder so. Oh, stark. Sehr, sehr aggressiv. Sondern er hat einfach direkt die Clay Pigeon rausgeholt. Oh, der Raw F-Smash trifft. Und da fliegen schon wieder die Projektile. Rufen jetzt anders aggressiv, sobald die Projektile weg sind. Sobald Beißel im Disadvantage ist, wird das für ihn sehr schwierig, immer wieder raufzukommen jetzt in den letzten zwei Stocks. Also in diesem, den letzten Game. Oh. Oh. Ist gerade sehr, sehr wichtig. Und der F-Tilt. Stark. Da bringt ein Air-Dodge eine Rolle gar nichts mehr. Wird einfach durchgeschnetzelt. Wie gesagt, kein Roy, kein Papierschwert. Oh. Reicht noch nicht bei 160. Oh mein Gott. War das knapp. Rufen hat wieder versucht, irgendwie an ihn ranzukommen. Dann kam aber die Dash Attack raus aus Versehen. Und das wurde direkt genutzt. So, jetzt die Frage, wer kann erst Damage machen? Oh, oh. Das ist schon starker Damage hier gerade vom Dakan-Spieler. Ente und Hund. Oh, Ente und Hund. Oh, Alter. Der Damage hört gar nicht mehr auf. Jetzt gerade macht Beißel das sehr, sehr gut. Aber ab 60% mit Rage kann es halt auch wieder scary werden bei einem Chrom. Jetzt gerade schafft Rubens aber nicht an Beißel ranzukommen. Oh, versucht ihn dafür den F-Smash zu punishen. Schwierig. Bei Duckhunt tatsächlich auf Max Range, wenn du den aufs Schild bekommst, schwierig. Wenn überhaupt möglich. Oh. Jetzt gerade ist die Dose nicht so nützlich. Ah, da ist sie wieder. Oh mein Gott, das war schlau. Oh, guter Punish. Die Dose steht ganz komisch rum und zerstört das Bild. Okay, jetzt ist sie weg. Die Kamera will immer, dass die Dose auch mit im Bild ist. Und deswegen wird der Kamerawinkel mal so total verschoben, wenn die so ganz an der Edge steht. Und ich persönlich, wenn ich gegen Beißel gespielt habe im Bracket, das hat mich echt aufgeregt. Wirklich. Oh. Oh mein Gott. Schild ist nicht wirklich. Oh. Okay, das Schild ist jetzt wieder ein bisschen gerackt. Was für ein Schachspiel hier gerade. Was für ein Schachspiel mit zwei Königen nur noch. Oh mein Gott, 182%. Der nächste Hit könnte killen. Das gilt aber auf beiden Seiten. Das gilt auf beiden Seiten, Jungs.
Und Mädels. Oh. Oh, was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Das war High Risk, das war alles oder nichts war das. Oh, Moment, ich muss wieder in die Regie. Go! Match Nummer 5. Krass. Also wird das hier doch Last Game. Oh mein Gott. Oh! Oh! Die beiden wollen beide nicht nachgeben. Da werden Super Amors einfach ignoriert. Gerade sieht es sehr even aus, aber Ruven macht das auf jeden Fall geschickt. Parried den letzten Hit von der Clay Pigeon und punisht ihn dafür mit der Upbeat. Er pressert auch sehr gut. So kann Beisel die Dose nicht rausholen. Jetzt ist sie aber draußen. Ja, er macht wieder, ja, lässt sie nicht angreifen. Diesmal hat Ruven nicht reingetaggt, aber das gibt halt weiß er dann wiederum so ein bisschen Stage Control. Oh oh. Oh! What? Insane. Hat sich Ruven genau das gleiche gerade gedacht. Das ist echt krass. Er ist auf einem echt hohen Niveau gerade gespielt. Ja, es ist sehr even hier gerade, das Matchup. Eins, das wir hier auf NIZ auch schon oft gesehen haben. Oh, er versucht wieder aggressiv. Und es hat funktioniert. Oh mein Gott. Ruven hier mit der Führung in Game Nummer 5. Oh. Oh mein Gott. Oh, was war das? Und die Backair killt so super früh. Und Ruven gewinnt hier gegen Beisel 3-2.